Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe meines Videotagebuchs hier auf YouTube. Ich möchte mich sehr bedanken dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freue mich darüber, euch von meiner Woche erzählen zu können. In dieser Woche gab es wieder Meetups, es gab einige Announcements, eine sehr schöne Entwicklung der CD von Troye Sivan. Jetzt am Wochenende droht uns die endgültige Entscheidung über eine große Koalition. Und es gab einige interessante Diskussionen zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Und last but not least, Karneval. 2 Wochen ist es soweit. Das Meetup, auf das ich diese Woche gehen durfte, war die AWS User Group in Köln. Hervorragend organisiert, 2 tolle Talks. Ganz vielen Dank an die beiden Leiter der Gruppe von der Firma Stormforger, die sich sehr viel Mühe gegeben haben und E-Trusted Jobs, die das Hosting geschaltet haben. Wenn ihr noch nie auf einem Meetup wart, unbedingt hingehen. Meetup.com in der Stadt suchen. Es ist ein unglaublicher Schatz an Möglichkeiten zum Netzwerken, den man dort findet. Nach 2 Jahren endlich neue Chromeboxen. Chromebox? Ja. Chromebook? Nee, das ist was anderes. Also, Chrome OS ist das Betriebssystem, das Google unter den Browser Chrome gepackt hat. Es gibt Laptops, die sich Chromebooks nennen, von Google und allen anderen Verdächtigen, Dell, Samsung, HP, die eigentlich komplett ohne Solid Storage auskommen, ohne Datenhaltung, komplett in der Cloud arbeiten. Auch ich reise zum Beispiel nur mit einem Chromebook. Und die Variante für den Desktop, die heißt Chromebox. Die letzten Chromeboxen sind, ich glaube, fast 2 Jahre alt. Und es freut mich sehr, dass es jetzt endlich Chromeboxen gibt mit aktuellen Prozessoren, auch mit aktuellen starken Prozessoren. Weil Google mit den neuesten Releases des Chrome OS auch jetzt die Möglichkeit geschaffen hat, Android-Applikationen direkt im Chrome OS auszuführen, sodass das nach und nach sich zu einem absolut vollwertigen Betriebs- und Ökosystem auswächst. Allerdings ohne, dass ich mir jemals um Dinge wie Datensicherheit oder etwas anderes in der Regel Gedanken machen muss. Wie alle auf YouTube habe ich natürlich auch ich die Nachrichten bekommen, dass sich die Monetisierungsregeln geändert haben. Ist für mich als blutiger Anfänger erstmal eher uninteressant. Das Einzige, was mir nur dazu einfiel, war, dass ich mir, als ich mir einen Host für mein Tagebuch gesucht habe, mir auch das Hosting von Videopodcasts angeguckt habe. Da gibt es einige sehr gute Hoster. Das fängt allerdings alles bei $20 im Monat und aufwärts an. Das ist wie gesagt eine normale Podcasting-Plattform, muss ich ein paar hundert Dollar mitbringen, damit ich meine Videos publizieren darf. Auf YouTube habe ich die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Ab welcher Grenze? Ich glaube, das darf die Firma auch ruhig selber festlegen. Aber wie gesagt, als blutiger Anfänger halte ich mich aus dieser Diskussion natürlich völlig raus, wie man sieht. Aber ja, wie gesagt, ansonsten für $20 pro Monat gibt es einen Haufen anderer Anbieter. Vor 2 Wochen kam My 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 von Troye Sivan raus. Es ist mittlerweile 10 Tage. Nach 10 Tagen hatte dieses Video über 10 Millionen Views. Troye Sivan wird heute Nacht bei Saturday Night Live auftreten, also der Ikone des Entertainments überhaupt, Mainstream-Entertainments. Das ist eine absolute Ehre, absolut verdient. Was mich aber einfach unfassbar glücklich an der Sache macht, ist, wenn ich einfach an meine Jugend zurückdenke, die Zeit, in der ich aufgewachsen bin, da wäre ein Video wie das, was jetzt so gefeiert wird, das wäre strafbar gewesen.
Und wenn es nicht strafbar, dann wäre es zumindest in der Kategorie Erregung öffentlichen Ärgernisses gewesen. Die Entwicklung, die wir genommen haben in den letzten 40 Jahren, die macht mich einfach so unfassbar glücklich. Und dann halt einfach zu sehen, dass ein Künstler wie Troye Sivan mit einem super Lied in 10 Tagen 10 Millionen Views hat und zu Saturday Night Live geht. Toll. Also, wie gesagt, mich macht das unfassbar glücklich. Und schauen, das sage ich auch zu oft, schauen wir mal. Aber ich freue mich unbändig auf die CD und das ganze Album. Unsere Freunde von den Jusos arbeiten ganz heftig daran, dass es am Wochenende nicht zu einer großen, zu einem Beschluss, zu einer großen Koalition kommt. Es ist ja auch noch nicht so, dass es jetzt eigentlich um die Koalitionsverhandlungen geht und es ist ja auch noch nicht klar, ob das denn jemals eine große Koalition werden wird. Aber ich denke mir, dass die zentrale Entscheidung ist jetzt am Sonntag. Wird sich die SPD bereit erklären, aus Staatsräson die Kröte zu schlucken und nochmal 4 Jahre in die Große Koalition zu gehen? Oder haben sie den Mut, das nicht zu tun? Wenn ich mir was wünschen kann, dann haben sie den Mut, das nicht zu tun. Schärfen ihr Profil, unterstützen eine Minderheitsregierung, eine schwarz-grüne Minderheitsregierung wahrscheinlich. Bleiben aber, ich sage jetzt mal, den sozialdemokratischen Idealen und auch dem der Zukunft ein bisschen treu. Ich verstehe viele Argumente, ne, aus Staatsräson und man muss die Verantwortung auch ernst nehmen. Nur eine große Koalition, jetzt noch mal 4 Jahre, diese lähmende Stille, dieses nicht bewegen. Und das bei einem solch monumentalen Ereignis wie dem Brexit, der gestaltet werden will. Wir müssen unser Land gestalten, wir müssen Europa gestalten. Große Gefahren drohen von rechts. Und dann nochmal 4 Jahre eine Regierung des Aussitzens. Naja, also ich hoffe ganz persönlich, dass die Jusos schaffen werden, allen voran der Herr Kühnert, die Delegierten auf dem Parteitag dazu bewegen, die Verhandlungen, die Koalitionsverhandlungen einfach abzusagen. Das wäre ganz hervorragend. Bisschen in die Kerbe geht auch die Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen, die jetzt auf Google Plus wieder hochkam, basierend auf einem Artikel aus der Taz. Und ich will da auch an der Stelle gar nicht sagen, dass ich irgendwelche großartigen, die großartige Antwort habe. Was mich an der Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen immer stört, ist, dass viele Menschen glauben, dass man, ich sag jetzt mal, mit normalen arbeitsmarktpolitischen Instrumenten wie Mindestlohn oder Verbot der Leiharbeit irgendetwas erreichen könnte. Solange wir nicht uns ehrlich eingestehen, dass es in einem Hochlohnland wie der Bundesrepublik auch auf lange Sicht für mindestens 25 bis 30% der erwerbstätigen Bevölkerung keine Jobs geben wird, von denen man leben kann. Und das ist der springende Punkt. Arbeit gibt es ja an sich genug. Zu tun ist auch genug. Nur wirtschaftlich lohnend Arbeit wird es bestimmt, sage ich jetzt mal, für 25% nicht geben, auch auf Dauer. Das heißt, was wir uns als Gesellschaft überlegen müssen, ist die Möglichkeit der Teilhabe, der gesellschaftlichen Teilhabe und die Notwendigkeit zur Lohnarbeit voneinander zu entkoppeln. Alles andere, ja, nur Hartz V oder ein sozialer Arbeitsmarkt, das ist alles ein Wohlfahrtsgedanke. Das ist der betreuende, gütige Staat, der dann umverteilt, der die Schwachen unter seine Fittiche nimmt. Das ist kein
Das ist nicht Teilhabe oder würdevolle Teilhabe. Mir fällt nichts Besseres ein als ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn ich mir einfach angucke, welchen Platz hat Deutschland in der globalisierten Welt als Hochlohnland, als Hochtechnologieland, dann denke ich mir, ist das bedingungslose Grundeinkommen zumindest denkenswert. Aber solange wir uns weiter in die Tasche lügen und meinen, normale arbeitsmarktpolitische Maßnahmen können wieder zu einer Vollbeschäftigung führen, solange wird nichts passieren und auf kurz oder lang wird es uns die Gesellschaft zerreißen. Und das finde ich einfach unendlich schade. Aber in 2 Wochen ist Karneval. Und Karneval denkt man nicht über so schwere Themen nach. Gerade mal geht man sich Kostüme kaufen. Haben wir diese Woche auch gemacht. Es ist einfach ein Paradies. Für uns fängt jetzt nächste Woche Freitag und dann gibt es auch ein paar Videos die ganze Sache an mit der lachenden Sporthalle. Und dann noch aber schon später ist schon Weiberfastnacht und dann ist Karneval. Ja, vielen Dank, dass ihr mir bis hierhin zugehört habt. Ein Shoutout auch an die Kollegen vom FC, die heute tatsächlich mal wieder gewonnen haben und nicht mehr auf dem letzten Platz der Tabelle stehen. Wie gesagt, ganz vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen, ein Like noch viel mehr. Ich würde mich auch sehr über einen Kommentar freuen oder mich darüber freuen, wenn ihr das Video mit euren Freunden teilt. Vielen Dank und bis bald.